Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tolle Wolle. Heute gibt es einen kleinen Häkel-Crashkurs für euch. Entweder wenn ihr einen kleinen Häkel-Auffrischungskurs sucht oder wenn ihr das Häkeln lernen möchtet, seid ihr hier genau richtig. Ich zeige euch die Grundlagen des Häkelns mit der 6er Nadel, mit ganz normaler Mützenwolle habe ich hier, 6er bis 7er Stärke von Maiboshi in grün. Und ich zeige euch Luftmaschen, ich zeige euch feste Maschen, halbe Stäbchen, Stäbchen und dann zeige ich euch noch Kettmaschen. Und los geht's auch schon. In meinem letzten Video habe ich schon gezeigt, wie man die Wolle hält, wie man Luftmaschen macht und auch was es für unterschiedliche Materialien und Nadeln gibt. Also los geht's. Erstmal die Wolle auf die Nadel aufnehmen. Dafür lege ich sie mir hier in die Hand, einmal herum und den Faden nach oben hochholen. Finger rausnehmen und festziehen. Die Wolle ein bisschen anziehen, aber nicht zu sehr. Und los geht's. Ich lege mir den Faden hier zwischen kleinem Finger und Ringfinger herum und einmal um meinen Zeigefinger herum. Damit kann ich schön Spannung aufbauen und das Ganze schön variieren, genauso wie ich es brauche. Den Startfaden halte ich hier mit Daumen und Zeigefinger fest. Ringfinger, sorry. Hier ist mein Zeigefinger, hier ist mein Ringfinger. Um den Zeigefinger habe ich natürlich die Wolle herumgelegt. Und los geht's. Ich mache 10 Luftmaschen. Dafür hole ich den Faden immer durch. Die Nadel geht hier einmal drunter her und den Faden durchholen. Drunter her und durch. 1, 2, 3 habe ich. 4, 5, 6, ups. So, nochmal 6, 7, 8, 9, 10. Hier habe ich also meine ersten 10 Maschen. Das sind Luftmaschen. Ganz einfach zu erkennen, ihr habt hier oben immer diese Faust drauf, wenn ihr so drauf schaut. So sollte das Ganze aussehen. Ein ganz einfacher V-Verlauf, eben immer diese Streben. Einmal drehen. Da habt ihr ja so kleine Hückelchen liegen, nenne ich sie mal. So kleine Wölbungen. Und hier auch einmal von der anderen Seite seht ihr auch diese Wölbung. Also hier zum Start die Luftmaschen. Weiter geht's mit den festen Maschen. Die häkle ich jetzt auf die Luftmaschen drauf. Und um feste Maschen zu häkeln, brauche ich natürlich eine gewisse Höhe. Und um diese Höhe zu bekommen, nehme ich bei festen Maschen eine zusätzliche Masche. Das liegt einfach daran, damit es sich hier an der Seite nicht zu sehr spannt. Also eine zusätzliche Masche genommen und dann steche ich hier in die letzte, in die 10. Masche, die ich gehäkelt habe, ein, in diesen Bogen, durchstechen, Faden durchholen und dann habe ich zweimal die Wolle hier auf meiner Nadel liegen, zwei Bögen drauf, dann hole ich den Faden wieder und ziehe ihn durch diese beiden durch und habe meine erste feste Masche gehäkelt. Die sieht wie folgt aus. Ihr seht hier diese beiden kleinen Streben. Hier einmal links etwas größer, rechts etwas kleiner. Und hier oben ist wieder dieses V zu sehen, die nächste Masche. Das ist die Einstichstelle für meine nächste Reihe. So, ich häkel jetzt die nächste Masche daneben, die nächste feste Masche, wieder einstechen, Faden durchholen, zwei auf der Nadel und durch beide durch. Nächste feste Masche fertig, wieder einstechen, holen, zwei drauf und durch beide durch. Wieder einstechen, holen. Und durch beide durch. Hier oben könnt ihr es jetzt schon besser sehen. Das gleiche Bild, das ich am Anfang hatte mit den Vs,
habe ich jetzt hier auch, nur dass sie jetzt hier mit dem Abstand liegen und ich eben diese beiden kleinen Streben habe, die so nach oben gehen und hier oben das V-Muster. Das häkle ich jetzt einmal rüber. Inzwischen habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 gehäkelt und 4 liegen noch vor mir. Einstechen, holen, durch beide durch. Einstechen, holen, durch beide durch. Und noch ein viertes Mal. Als nächstes zeige ich euch die etwas größere Maschenart. Und zwar sind das die halben Stäbchen. Für halbe Stäbchen nehme ich für die Höhe 2 Luftmaschen. Dann drehe ich meine Arbeit einmal um und häkle jetzt die 10 Maschen zurück. Dafür nehme ich jetzt vorher einen Umschlag. Das heißt, ich gehe einmal unter der Wolle her. Ich zeige es nochmal. Der Nadel um die Wolle herum. Und steche dann hier in die Masche ein. Und wenn ich in die Masche einstechen sage, meine ich wirklich durch beide Streben des Vs durchstechen. Den Faden durchholen und jetzt habe ich hier 3-mal die Wolle auf meiner Nadel liegen und ich hole den Faden durch alle 3 durch. Das Ganze nochmal, Umschlag, in die Masche einstechen, Faden holen und durch alle 3 durch. Wieder Umschlag, einstechen. Und durch alle 3 durch. Ihr seht jetzt hier zum Vergleich, hier habe ich die festen Maschen liegen, hier etwas weiter unten, sehen von der Rückseite etwas anders aus. Und hier die halben Stäbchen etwas größer und hier noch mit so einer zusätzlichen Strebe, die so ein bisschen schräg nach oben läuft. Hier die große, hier die kleine und hier dieser Teil, der so nach oben läuft. Aber genauso wie bei den Luftmaschen und festen Maschen der V-Verlauf oben. Natürlich auch wieder als Einstichstelle für die nächste Reihe. Hier noch einmal zum Vergleich die erste Reihe in festen Maschen. Inzwischen habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gehäkelt. 2 kommen noch. Und damit bin ich dann auch mit meiner zweiten Reihe fertig, mit den halben Stäbchen. Nach den halben Stäbchen kommen natürlich logischerweise die ganzen Stäbchen. Dafür nehme ich jetzt 1, 2, 3 Luftmaschen für die Höhe, also es wird noch größer. Drehe das Ganze wieder um und starte wieder mit einem Umschlag, steche ein. Jetzt wieder 3 auf der Nadel, sehr ähnlich wie die halben Stäbchen. Allerdings gehe ich jetzt erstmal durch 2 durch, habe dann wieder 2 auf der Nadel und wieder durch 2 durch. Und ihr seht, das Ganze hat jetzt hier noch so einen weiteren kleinen Bogen liegen. Bis hier sieht es aus wie ein halbes Stäbchen mit dem kleinen Zusatz. Das Ganze nochmal, Umschlag. Einstechen, 3, durch 2 und wieder durch 2. Umschlag, einstechen,
durch 2 und wieder durch 2. Umschlag, einstechen, durch 2 und wieder durch 2. Ihr seht das Ganze noch ein Stückchen größer jetzt als die halben Stäbchen davor. Und hier oben ganz genauso wieder wie bei Reihe 1, 2 und 3 der V-Verlauf oben. Ein bisschen Wolle nachholen. Und noch 2 weitere Stäbchen. Und fertig ist auch meine 4. Reihe. Ihr könnt jetzt wirklich schön sehen, hier ganz unten habe ich die festen Maschen liegen. Sehr klein. Dann die halben Stäbchen, etwas größer. Und hier drüber die Stäbchen, eben wirklich richtig schön groß. Das Ganze wird natürlich mit der Größe auch immer lockerer. Ihr seht, hier habe ich wirklich diese Lücken zwischen. Hier unten das Ganze fester. Ist natürlich jede Maschenart ist eben für andere Produkte, andere Anleitungen eben genau richtig. Wenn man es ein bisschen größer, ein bisschen lockerer und natürlich auch schneller gehäkelt haben möchte, eignen sich eben Stäbchen sehr gut. Wenn man sehr dichtes Endmaterial haben möchte, sind eben feste Maschen oder auch halbe Stäbchen eher geeignet. Und jetzt zeige ich euch noch die Kettmaschen. Die werden häufig verwendet, entweder so als Schlussreihe oder man kann damit eben auch Dinge verbinden. Dafür nehme ich keine Höhe zusätzlich. Ich drehe es einfach um, steche hier in die Masche ein, in die nächste und ziehe den Faden direkt durch. Dadurch gewinne ich keine zusätzliche Höhe. Es ist sehr einfach und auch schnell gehäkelt, aber es kommt entsprechend natürlich auch kein Raumgewinn dazu. Ihr seht, das V-Muster legt sich jetzt einfach hier direkt vorne dran. Es ist wirklich der Faden, der einfach immer durch die Schlinge auf der Nadel gezogen wird. Holen und durch. Holen und durch. Und hier nochmal. Holen und durch. Seht, sehr eng, sehr fest und eben wirklich zum Beispiel so für Mützenränder oder so gut geeignet. Und ich habe ja gerade mit vom Verbinden auch gesprochen, wenn ich jetzt hier einfach einsteche, ganz beliebig in den unteren Rand, den Faden dort durchhole und hier auch durchziehe, habe ich diese beiden Seiten eben verbunden. Ist bei einigen Anleitungen auch eben nötig oder man kann jetzt auch das Ganze einmal zusammenhäkeln dadurch. Das sind eben dann Kettmaschen, wo kein Raum gewonnen wird, sondern einfach entweder ein Abschluss gebildet wird oder etwas zusammengehäkelt wird. Ja, also das waren die Luftmaschen, die festen Maschen, die halben Stäbchen und die Kettmaschen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, natürlich Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr Lust auf weitere Häkelanleitungen habt, schaut bei mir im Kanal vorbei. Findet ihr natürlich sehr, sehr viele Anleitungen schon. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Tschüss!